Die Ehefrau von Olaf Scholz ist eher unbekannt in der Öffentlichkeit. Dabei ist sie selbst seit vielen, vielen Jahrzehnten auch SPD-Mitglied. Und Britta Ernst ist jetzt im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, die ja bundesweit nicht stattfindet, sondern nur in einzelnen Bundesländern wie zum Beispiel Brandenburg. Ich glaube sogar, Brandenburg ist eines der einzigen, wo es stattfindet, aufgefallen damit, dass sie die ein oder andere Gedächtnislücke hat. Genau wie ihr Ehemann. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, ähnlich wie ihr wahrscheinlich jetzt, falls ihr diese Story noch nicht kennt. Aber hier gibt es jetzt einen sehr interessanten Artikel in der Berliner Zeitung, denn es findet eben aktuell ein Corona-Ausschuss statt und die Ehefrau von Olaf Scholz spielt hier eine wichtige Rolle dabei. Erstmal ein paar Hintergrundinfos, nämlich Britta Ernst, ja, die ja ebenfalls Mitglied bei der SPD ist, seit 1978 und mit Olaf Scholz seit 1998 verheiratet ist. Hier seht ihr sie kurz auf einem Bild, ja, also habt ihr hier Olaf Scholz zusammen mit Macron. Hier habt ihr die Ehefrau von Macron, die sehr viel häufiger in den Medien zu sehen ist. Und hier habt ihr in der Mitte hinten Britta Ernst. So, und eben jene Britta Ernst ist zum Beispiel 2023, das wusste ich auch nicht, als Bildungsministerin in Brandenburg zurückgetreten, unter anderem, weil in dem Bundesland bald 600 Lehrstellen nicht besetzt werden können. Das war aber niemand irgendwo eine überregionale Titelseite wert. Das heißt, wenn man nicht irgendwo gerade irgendeine brandenburgische Tageszeitung oder so abonniert hat oder so, dann hat man das vielleicht gar nicht mitbekommen, ja. Britta Ernst konnte sich Mitte Oktober 2023 im Corona-Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtags ein bisschen wie ihr Ehemann, etwa in der Cum-Ex-Affäre, an einiges nicht mehr so recht erinnern. Das Interessante an dieser Stelle ist aber, hierbei handelt es sich nicht um Dinge, die irgendwie ein paar Jahre oder so zurückliegen oder so wie bei Hubert Aiwanger irgendwie sogar 35 Jahre in der Vergangenheit. Ein Thema, welches ja medial immer und immer wieder auch aufgekocht wurde, sondern hier handelt es sich ja um Dinge, die gerade mal anderthalb, zwei Jahre in der Vergangenheit liegen. Ja? Und das Wichtige ist, warum ist jetzt Britta Ernst hier oder die Ehefrau von Olaf Scholz so wichtig? Weil sie nämlich auf dem Höhepunkt der Covid-Krise 2021 Präsidentin der Kulturministerkonferenz war und damit unter anderem auch zuständig für die Schulschließungen und so, die ja währenddessen stattgefunden haben. Ja? Und jetzt steht hier drin in diesem Artikel, dass Britta Ernst eben sich damals sehr, sehr, sehr stark für die Impfung stark gemacht hat, also wirklich in einer extrem harten Art und Weise eben für die Impfung, auch für Kinder und so weiter, sich eingesetzt hat. Und man kann ja an dieser Stelle sagen, hinterher ist man immer schlauer. Wer wusste schon damals alles ganz genau und so, ja? Wenn wir dieses Argument mal kurz gelten lassen wollen. Aber, ja, sie wurde jetzt in dem Untersuchungsausschuss nämlich gefragt, ob sie mit dem heutigen Kenntnisstand über Ansteckungen, über Nebenwirkungen und so weiter ebenfalls so reagiert hätte wie damals. Ne? Zum Beispiel, dass eine hohe Impfquote auch für das Wohlergehen der Kinder entscheidend sei. Ne? Und sie hat dann als Antwort gesagt, naja, ich habe mich einfach auf diese STIKO verlassen, also diese ständige Impfkommission, ne, die hat den Maßstab gesetzt sozusagen. Selbstverständlich habe ich mir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dort eben erlangt wurden, von denen zu eigen gemacht und habe einfach nur das wiedergegeben, ja, was die dort empfohlen haben. So, und genau das scheint nicht so ganz mit der Realität vereinbar zu sein, denn es gab sogar damals, und da wird auf dem Artikel auch hingewiesen, hier einen beispielsweise Artikel, schaut mal hier, vom Juli 21, Brandenburger Bildungsministerin Ernst will Impfung für Kinder ab 12 Jahren, ja, und hier steht jetzt beispielsweise direkt mit drin, ne, dass sie gesagt, Zitat, eine STIKO-Empfehlung wäre hilfreich.
Ernst forderte von der STIKO, eine klare Empfehlung für diese Impfung auszusprechen. Aha! Das sieht jetzt nicht so aus, als ob Britta Ernst sich einfach nur auf die Empfehlungen der tatsächlichen Experten und so weiter verlassen hat, sondern dass sie das tatsächlich sogar sehr stark selbst eingefordert hat, ja, und deckt sich also nicht so ganz mit dem, was sie jetzt im Untersuchungsausschuss so alles gesagt hat. Aber vielleicht ist es ja so ein bisschen ansteckend mit diesen, also jetzt nicht mit der Pandemie und so, sondern mit diesen Erinnerungslücken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer bin ich denn, um das zu beurteilen? Was ich jedenfalls interessant finde, ist, dass dieser Artikel in der Berliner Zeitung, deswegen verlinke ich ihn euch logischerweise hier unten drunter, der wird ja immer spannender, wie so ein Krimi, je länger er dauert. Guck mal, da hinten kommen schon die FC Bayern-Spieler hier und wollen auch noch mithören. Schöne Grüße an dieser Stelle. So, und jetzt sehe ich hier, ne, Brandenburg ist das einzige Bundesland, das mittlerweile schon den zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Corona abhält. Und zwar auf Antrag der AfD-Fraktion, die dort besonders stark vertreten ist, ja. In den ganzen anderen Bundesländern, vor allem auch im Bund, gibt es das ja alles nicht, ja. Und jetzt wird's richtig interessant, denn es kommen dort auch beispielsweise jetzt Mediziner und so, die interviewt werden. Zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut und so weiter. Aber die Experten, die dort eingeladen haben, werden, die haben im Endeffekt keine Maske mehr auf, müssen die nicht mehr, sondern ein Maulkorb, ja? Denn, wie es hier jetzt heißt, passt mal auf, die haben so bestimmte Aussagegenehmigungen von ihren ehemaligen Arbeitgebern mit auf den Weg bekommen oder sogar vom Gesundheitsministerium ein Aufpasser zur Seite gestellt, ja? Und dieser Lothar Wieler beispielsweise, der war ja Präsident des RKIs, ne? Da gab es jetzt sogar ein Eklat in diesem Untersuchungsausschuss, weil vom Gesundheitsministerium jemand mit dort gelaufen ist, also mitgekommen ist und dann die ganze Zeit so dazwischen geredet hat und ihm irgendwelche ja, Dinge suggeriert hat, was darf er sagen, was darf er nicht sagen und so. Bis hin dazu, dass dieser Mann dann hier hingewiesen wurde vom Untersuchungsausschuss, dass er nicht mehr jetzt reden darf. Das ist ja unfassbar. Also die Leute von den Expertengremien werden dort eingeladen, ja, und dürfen aber gar nicht irgendwie das sagen, was jetzt ihre aktuelle Erkenntnis ist in ihrer Expertise und so weiter, sondern sie kriegen einfach so eine Art Maulkorb verpasst, damit das vielleicht gar nicht irgendwie genau aufgearbeitet wird, was dort alles damals so passiert ist. Und ich meine, man muss sagen, es ist ja schon ein Skandal an sich. Was ist jetzt so schlimm da? Wir alle Menschen lernen doch immer. Das ist doch eine Sache, die wir auch in der Schule immer lernen, schon früher, ja? Es ist doch nicht so schlimm, wenn du einen Fehler machst, denn du musst aus deinen Fehlern lernen. Gut, wenn du jetzt Fehler machst, die ein ganzes Land betreffen, dann ist es natürlich irgendwann ein anderer Verantwortungsbereich. Aber gerade dann ist es doch wichtig, aus den Fehlern zu lernen und das aufzuarbeiten. Und das ganze Verhalten der Altparteien hier zeigt mir einfach, dass man das Ganze möglichst schnell vergessen will. Man will möglichst schnell hier den Teppich irgendwie versuchen, ja, hochzuziehen. All diese ganzen Dinge, die damals passiert sind, unter diesem Teppich zu kehren, ja, und dann so zu tun, als wäre es niemals passiert, ja. Aber es gibt ein Problem an dieser ganzen Geschichte. Die Bürger, die Wähler, die haben keine Erinnerungslücken.